Grüß Anna. Adi und richtig laut! Grüß Anna. Wir müssen wirklich sagen, wir sind da echt total glücklich, dass es wirklich seit 2011 steil bergauf geht. Also Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, hat es nicht aufgehört und jeden Tag passiert was Neues. Echt brutal. Voll cool. Also es ist nicht so, dass es irgendwann mal abgeflacht hätte, sondern es ging einfach nur noch bergauf. Bis jetzt. Bis heute. Wir haben von 5 bis 75, letztes Mal haben wir zum Beispiel einen 80er Geburtstag gespielt. Das sind die Leute brutal, also die stehen dann dran. Weißt du, der Anton, oder? Mit 80 Jahren. Der steht dran und der tut da rasend zu unserer Musik. Aber auch das kleine Mädel mit 5 Jahren kommt her und möchte ein Autogramm. Also wirklich querbeet alles dabei. Haben wir richtig glücklich erwischt, Gott sei Dank. Ja. Reggae ist natürlich eine Musikart, wo so gut wie jedem gefällt, von 0 bis 100, sage ich mal. Und Mundartgeschichte ist natürlich hier in der Region sehr angesagt im Moment und es kommt auch, glaube ich, immer mehr und da haben wir es echt gut erwischt. Ich habe letztens erst wieder Fendrich-Platte aus der 80er rausgezogen. Das war anscheinend schon immer cool mit der Mundart. Das haben wir bloß nicht gewusst. Ja, wenn ich... Also. Ja, brutal. Ganzen Tag. Mhm. Ja, wirklich. Das letzte Jahr, als wir dann ausgegangen sind, da war ausverkaufte Hütte, 800 Leute. Und wenn du auf Bühne stehst, also mir bleibt da die Luft weg. Das ist Wahnsinn. Ja, richtig, richtig. Heftig wird es dann, wenn man die Leute sieht, wenn man hinter dem Vorhang ein bisschen vorspitzelt, dann wird es heftig. War jetzt geplant, dass man vielleicht mal eine Tour durch Australien macht. Und da haben wir dann auch gesagt, ja klar, wir könnten natürlich, weil er damals auch auf Englisch geschrieben hat, auf Patois, das ist ja das Englisch aus Jamaika, könnte man zum Beispiel mal ein Refrain in Patois bringen, weil das ist ja auch wie ein Dialekt, wie der Allgäuer Dialekt, bloß auf Englisch, aber sonst natürlich immer Allgäuer Mundart, nichts anderes. Überhaupt nichts anderes. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.